Hallo! Heute möchte ich euch zeigen, wie ich das Beska wettern werde. Und zwar werde ich das machen mit Aluminium Black von Birchwood Casey. Ich werde zwei davon im Endeffekt brünieren mit dieser Flüssigkeit. Das erzeugt eine chemische Reaktion auf dem Aluminium, weswegen es sich verfärbt. Ich werde es einmal pur auftragen und einmal verdünnen für unterschiedliche Ergebnisse. Ich werde das quasi von allen Seiten benetzen. Vorher werde ich es entfetten und ja, dann zeige ich euch die einzelnen Arbeitsgänge. Nach dem Brünieren wird das Ganze in einem Wasserbad abgewaschen. Anschließend mit Stahlwolle poliert und ein bisschen abgeschliffen. Also vielmehr erstmal abgeschliffen und dann wird es eingeölt mit einem synthetischen Öl, um es zu versiegeln. Und ich bin schon gespannt, wie das Ergebnis wird. Legen wir mal los. Starten wir zunächst mit etwas Waschbenzin und tun die Teile mal komplett reinigen. So, das Brummen, was ihr hier gerade hört, ist das normale Brummen meines Kompressors. So, ich werde jetzt die Härchen hier mal runterspülen. So, nach dem Brünieren muss das Ganze ja in ein Wasserbad gelegt werden, um den chemischen Prozess zu unterbrechen. Ich habe dazu hier eine Schüssel vorbereitet, die ich jetzt gerade mit Wasser befülle. Ganz normales kaltes Leitungswasser. Legen wir los. Wir starten mit pur, unverdünnt. Müsste ein relativ dunkles Ergebnis erzeugen. Glaube ich ein bisschen großzügiger drüber gehen hier.
Ich denke, das war jetzt lange genug. Und dann legen wir mal das Teil ins Wasserbad. So, und dann lassen wir es mal eine Zeit lang liegen. Ich demonstriere jetzt den Schleifprozess. Ich habe mir hier schon mal Schleifpapier vorbereitet. Das tue ich dann hier falten und werde dann vorsichtig die obere Schicht von dem brünierten, also von der brünierten Verfärbung wieder runterkratzen, um ein später gleichmäßiges Gesamtbild zu erhalten, so wie das hier der Fall ist. Und ja, dann würde ich sagen, lege ich mal los. Zum Abschluss gibt es jetzt noch ein Finish mit dem Waffenöl, dem Gunöl, dem synthetischen von Birchwood Casey. Damit benetze ich im Endeffekt die Oberfläche des geschliffenen, brünierten Aluminiums, um es zu versiegeln. Ja, und ich hoffe einfach mal, dass das Ergebnis so wird, wie ich es mir vorstelle.